was es mit diesen Kännchen und Zwiebel, Lorbeerblätter in sich hat, das seht ihr in meinem heutigen Video. Ich mache nämlich einen Hustentee. Seht ihr? Einen Zwiebelhustentee für Schmerzen im Hals, Bronchitis, erhöhten Blutdruck und so weiter. Schaut euch das Video an, erfahrt meine natürlichen Heilmittel und dann genießt das Video. Lasst es euch gut gehen dabei. Vielen Dank fürs Zusehen. Das Rezept ist wie immer in der Beschreibung. Ein Abo, Daumen hoch, würde mich freuen. Macht's gut, eure Kathi. Ciao. In weniger als 15 Minuten machen wir heute einen Zwiebeltee, Hustentee. Der hilft, Schleim leichter abzuhusten. Und in nur 3 Tagen wird es Ihnen viel besser gehen. Zwiebel und Lorbeerblatt, die reinigen. Wir nehmen jetzt diese Zwiebel und schneiden sie, dabei erzähle ich euch was. Das ist ein sehr kraftvolles Rezept und es lässt es uns gut gehen. Wir lassen die Haut dran, weil in der Haut sind die meisten Vitamine, wie auch zum Beispiel Vitamin C. Ist auch Eisen hier. Dann brauchen wir Lorbeerblätter. Also wenn ihr jetzt ein großes habt, nehmt ihr ein großes. Ich nehme jetzt 3 kleine, das seht ihr. So, dann erzähle ich euch noch, das Getränk wird immer warm getrunken und zwar morgens und abends. Es kann frei dosiert werden, aber ihr müsst es gurgeln. Gurgeln ein bisschen und dann erst runterschlucken. Das ist ganz wichtig. Es hilft, es reinigt auch die Lunge und hilft eben beim Husten. Das ist, der Zwiebeltee wird zum Beispiel auch bei der Lungenentzündung wird er empfohlen, bei Bronchitis auch bei Asthma. Also ich bin jetzt kein Arzt, aber wenn ein Lorbeerblatt hinzugefügt wird, dann ist es entzündungshemmend. Ja? Zwiebeltee hilft auch gegen Diabetes zum Beispiel. Denn es hat eine große Menge an Chrom ist darin enthalten. Und für Diabetiker ist es auch sehr empfohlen. Ihr nehmt jetzt die 3 Deziliter Wasser. Ich habe hier so ein Kännchen, sage ich mal, und fülle das jetzt mit Wasser. Während wir jetzt das Wasser aufkochen lassen, erzähle ich euch weiter. Dieser Tee ist nicht nur gut für Husten, es ist ein natürliches Heilmittel, zum Beispiel auch bei Darmschmerzen, bei Magenschmerzen. Wenn ihr das jeden Morgen trinkt, dann beruhigt es auch den Darm. Es ist wichtig, wie gesagt, dieses Getränk vor dem Schlucken im Mund zu gurgeln. Ja? Und es reinigt auch die Harnweginfektionen. Wenn Sie beim Wasser lassen zum Beispiel das Gefühl haben, oh, es juckt, es brennt, dann kocht ihr euch auch diesen Tee. Also nicht nur für Husten geeignet. Sie ist sehr antibakteriell. So, ich schaue, ob das Wasser jetzt kocht. Ich muss euch nur schnell noch was erzählen. Mein Mann, der hat gesagt, ich soll diesen Tee trinken. Es sei auch eine vorzeitige Vorbeugung gegen Demenz. Scherz beiseite, es hilft wirklich gegen Demenz, also gegen ein bisschen Gedächtnisverlust, sage ich jetzt, weil ich doch viel mal in die Küche komme und einfach nicht mehr weiter weiß, was wollte ich jetzt oder so. Naja, wir gehen jetzt zu dem Kännchen. Das Wasser kocht jetzt, ich schalte ein bisschen zurück, gebe die Lorbeerblätter dazu. Und die Zwiebel mit Schale, wie gesagt. Diese Zwiebel übrigens, die könnt ihr nachher ruhig weiterverwenden. Die müsst ihr nicht wegschmeißen. Ihr könnt sie zum Beispiel für ein Kartoffelgericht nehmen. Hat ja dann einen schönen Geschmack. Das Ganze hier lassen wir jetzt auch ein bisschen köcheln. Was ich euch sagen wollte ist, dass dieses Mittel wird auch verwendet, ist für krebskranke Patienten zum Beispiel.
Ja. Ich habe das alles mal so gut durchstudiert und gelesen, dass ich da wirklich sehr gut jetzt informiert bin. Wie ihr seht, es köchelt wirklich ganz gut. Und wie gesagt, ihr müsst nicht warten, bis ihr Husten habt. Es ist wirklich verschiedene Vorbeugungen mit diesem, sage ich jetzt mal, Hustentee zu erreichen. Ja, Bronchitis, Asthma, dann erhöhter Blutdruck sogar. Sogar erhöhter Blutdruck. Das Ganze, ich schalte jetzt hier ein bisschen ab. Und dann habe ich hier so ein Deckelchen, schiebe das Ganze auf die Seite und lasse es 10 Minuten ziehen. Und dann zeige ich euch weiter, wie es geht. Es sind jetzt 10 Minuten vergangen, circa. Ihr nehmt ein Glas. Ist noch heiß. Wer ein Sieb hat, nimmt ein Sieb. Ihr schüttet jetzt dieses Wasser, sag ich mal. Zwiebelwasser in das Glas. Dann nehmt ihr bitte Naturhonig. Also wirklich von einem Imker einen guten Honig. Ich habe ein Schnapsgläschen genommen, sind circa 2 Esslöffel, keinen Zucker, diese Kombination ist besser. Das Ganze wird umgerührt und jetzt könnt ihr euren Tee, Hustentee, einfach genießen. Wie gesagt, gurgelt ihn etwas im Mund, bevor ihr ihn schluckt, vor dem Schlafengehen. Ist es ein sehr beliebtes Hausmittel auch für einen ruhigen Schlaf, ja? Vielseitig verwendbar, wie gesagt, genießt es. Das Rezept findet ihr wieder in der Beschreibung, wie immer. Ich bedanke mich fürs Zusehen, wünsche euch alles Liebe, bis zu meinem nächsten Video. Eure Kathi, ciao!